Ja, Steven, der Saisonstart nicht ganz so geglückt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Jetzt geht es am Wochenende gegen Weißwasser. Das ist natürlich immer ein ganz besonderes Spiel. Davor habt ihr aber frei am Freitag. Ist das jetzt eine Situation, wo ihr sagt, okay, wir hätten vielleicht doch lieber gespielt, um zeitnah zu zeigen, dass wir es können? Oder sagt ihr, gut, den Tag nehmen wir gerne mit, um uns noch intensiver auf dieses Derby vorzubereiten? Ja, von so einen Kleinigkeiten dürfen wir uns ja nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist eigentlich für uns jetzt in der derzeitigen Situation egal. Wir haben jetzt Zeit, uns darauf vorzubereiten, auf das Spiel, auf den Gegner, auf das Derby. Wir haben aber auch Zeit, um an unseren Fehlern zu arbeiten. Die Zeit haben wir genutzt bis jetzt. Wir werden es auch noch weiter nutzen, um eben am Wochenende jetzt dann zu zeigen, was wir von der Mannschaft sein können, wenn wir die kleinen Sachen richtig machen. Was sind das so für kleine Sachen? Kannst du da mal ein Beispiel bringen? Was habt ihr ausgemacht in den letzten Tagen als die Fehlerquellen? Ja, was uns momentan fehlt, ist einfach dieser Biss, dieser unbedingte Wille. Wir haben gute Kombinationen im Spiel, wir spielen gut zusammen, wir laufen schnell Schlittschuh, wir haben den Grundspeed drin. Aber im Endeffekt fehlt dann dieses Quäntchen mehr Biss, als der Gegner hat, um, wenn die versuchen, uns vom Tor wegzuhalten, dass wir dann den unbedingten Willen zeigen, um da trotzdem hinzugehen. Wenn der Torwart den ersten Save macht, dann das Ding trotzdem reinzuarbeiten. Das fehlt uns momentan und vom eigenen Tor einfach unseren Torhüter besser zu beschützen, den Raum da frei zu machen, dass er die Scheibe sieht. Das sind so die Sachen, die wir jetzt richtig machen müssen, um die Ergebnisse zu liefern. Der Trainer hat es angesprochen, er sieht noch nicht die Leidenschaft, die euch gerade auch letztes Jahr dann in den Spielen zum Ende der Saison ausgemacht hat, die für euch gesprochen hat. Ist da vielleicht so ein Derby in Weißwasser gerade eben gegen so ein ja, traditionsreichen Gegner und dazu noch einen, der auch einen guten Saisonstart erwischt hat. Ist das genau der richtige Gegner, den ihr jetzt braucht, um das unter Beweis zu stellen, dass ihr es könnt? Ja, das ist genau der Gegner und durch diesen Derby-Charakter eben auch genau das, was wir uns aufgezeigt haben, was wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Das weiß was ein Gegner, der genau diese Sachen richtig macht. Die haben vielleicht nicht ganz so die Tiefe wie wir in der Mannschaft und haben einen guten Saisonstart erwischt. Sind in ihrer Erwartung, glaube ich, recht zufrieden. Und das wollen wir jetzt kaputt machen. Wir wollen zeigen, dass wir die Sachen besser können als die und uns selber auch zeigen, dass wir unsere Erwartungen zurecht haben. Was sind die Stärken von Weißwasser? Was habt ihr in der Videoanalyse diese Woche da ausfindig machen können? Ich denke, dass sie sehr gut verstehen, dieses Herz reinzuschmeißen in das Spiel, immer alles zu geben. Die schmeißen sich in jeden Schuss, die opfern sich füreinander auf. Haben halt diesen Druck vors Tor, wo sie einfach reinziehen und nicht nur schöne Tore schießen wollen, sondern auch diese Arbeitertore, die man eben braucht. Und das ist das, was wir jetzt, wo wir da guten Gegner haben, um das selber bei uns ins Team reinzubringen. Viel Erfolg dann auf jeden Fall am Sonntag und ja, wir hoffen, dass ihr 3 Punkte aus Weißwasser mitbringt. Dankeschön.